Der nächste Tanz gehört wohl mir. So beendet man doch keinen Tanz. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Und ja, genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Okay, komm. Mir nach. Wie weit ist es? Ist ein Stück. Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein. Kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Au! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen.
Ich soll ihm den Bernstein liefern. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Denn irgendjemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Das wusste ich. Hatte es akzeptiert. Bis jene Nacht in Raccoon City alles veränderte. Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay, Ende. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Leon, warum bin ich nicht überrascht? Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Wieder versetzt. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Wir haben Luis' Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Mendes Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Hey, Fremde. Was kann ich dir anbieten? Interessanter Ort für ein Geschäft. Fremder. Tja, und interessante Ware. Na dann. Unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Ereignis.
Was ist nur los? Die Gabe angenommen. Beschäftige sie, Leon. Noch da, hm? Ich glaube, ich bin sie los. Ada? Ich wusste, du findest mich. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Schlechter Tag. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Luis. Bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht ein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ada?
Du kommst doch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Station. Wiedersehen. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut, ich hol ihn, was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Dass du noch mal hierher zurückkommst, hä? Tja, so kann man sich irren, hä? Bist du sauer? Du bist sauer. Ich muss nur eine Sache erledigen, bevor ich den Bernstein hole. Wie bitte? So war das nicht ausgemacht, Luis. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wow. Zu. Jemand braucht meine Hilfe. Du kennst mich. Ich bin der gute Samariter. Wer ist das? Leon? Ja, genau. Leon und die junge Frau. Sie sind infiziert. Es gibt Medizin, die die Infektion eindämmt. Und ich weiß, sie wirkt. Ich habe sie getestet. Deshalb... Und das interessiert mich, weil... Weil du selbst infiziert bist. Ich habe hier nicht zum Spaß geforscht, Ada. Ich erkenne die Symptome, wenn ich sie sehe. Du müsstest sie eigentlich bereits spüren. Die Medizin unterdrückt sie vorübergehend. Hey, glaub mir. Du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Okay. Aber das ist das letzte Mal. Danach holen wir den Bernstein. Ich gebe Leon Bescheid.
Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Das wäre erledigt. Wollen wir? Nein, nein, nein! Wir müssen die Medizin retten, schnell! Luis, lass es! Luis! Der spinnt doch! Luis, komm zurück! Nicht den Rauch einatmen! Wenn du dich umbringen willst, mach es bitte, nachdem du den Bernstein geliefert hast. Sie ist weg. Einfach verbrannt. Warum ist dir das so wichtig? Ich habe einiges wieder gut zu machen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Das war's. Es gibt keine Rettung mehr. Reiß dich zusammen, Luis. Stell sie her. Du kennst doch die Formel. Vielleicht hast du recht. Alles, was ich dazu brauche, gibt es hier. Ich verspreche dir, danach kriegst du den Stein. Na gut, dann los. Okay. Es wird nicht perfekt sein, aber besser als nichts. Hör zu. Das hier brauche ich. Wenn es gut läuft, kann ich so neue Medizin herstellen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Besorg du das, ich hol den Bernstein. Wünsch mir Glück. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen.
Okay, Luis. Zwei habe ich. Für die letzte Komponente musst du rüber zur Burgmauer. Wir treffen uns oben auf der Mauer. Ich bring den Bernstein mit. Oh, ich habe noch ein paar Infos über den Stein gefunden. Ich schicke sie dir. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? Ich hab, was du wolltest. Gut. Und ich hab hier, was du wolltest. Ah. Oh, das ist schlecht. Der Parasit reagiert auf den Stein. Das ist er also. Kein Wunder, dass Wesker ihn haben will. Sollte den Parasiten vorerst lahmlegen. Bereit? Drück die Daumen. Vergiss nicht. Du bist nicht geheilt. Wir müssen das Ding immer noch aus dir rauskriegen. Sie müsste längst wirken. Nimm den Stein und geh. Du kannst ihn mir geben, wenn der Parasit sich beruhigt hat. Ich soll dich allein lassen? Hast du sie noch alle? Sag dir das. Ich komm klar. Du hast noch ein Versprechen einzulösen. Also gut, aber du kommst zu mir, wenn du hier fertig bist.
Ich muss das Ding loswerden. Jetzt reicht's. Komm mit! Hier sollte es gehen. Eine schöne Zeit, aber du klammerst mir zu sehr. Ich bin dran. Also, das hatte ich nun doch nicht erwartet. Huh.
Zurück zu Luis. Ada! So ein Typ. Krauser. Er hat den Bernstein. Er und Leon kämpfen gerade. Bin unterwegs. Sorry. Sieht nicht gut für mich aus. Ich schick dir meine Aufzeichnungen. Vielleicht nützen sie dir. Der Bernstein, Luis. Wo ist er? Du hast mir geholfen, einen Teil wieder gut zu machen. Red keinen Unsinn. Danke, Ada. Du weißt ja, ich bin der gute Samariter. Hilf Leon, wenn ich weg bin, okay? Warte. Klingt, als würde er mich brauchen. Leon! Krauser. Luis, unser Abschied muss warten. Lauf nur, ich krieg dich. Leon, ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Wie ist er so schnell dahin gekommen? Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade zuteil werden, doch... Du hättest sie nicht... Gut so. Beschäftige ihn noch ein bisschen. Wie läuft's? Krauser ist im Besitz des Bernsteins. Ich hole ihn zurück. Keine Sorge. Das hoffe ich. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Verstanden. Leon. Suchst du was? PlayStation.